Frau Professor Dr. Annette Schavan. Um diese Reihe muss die Bundesbildungsministerin nun bangen. Die Universität Düsseldorf hat ein Hauptverfahren eröffnet und will darin prüfen, ob Schavan der Doktorgrad aberkannt werden muss. Sie soll bei ihrer Promotionsarbeit abgeschrieben haben. Die Universität betont, das Verfahren sei ergebnisoffen. Und Schavan weist die Vorwürfe weiter zurück. Es wirkt fast so, als würde sie die Vorwürfe weglächeln wollen, Bildungsministerin Schavan am Morgen im Bundeskabinett. Von Regierungsseite bekommt sie Rückendeckung. Sie selbst geht in einem öffentlichen Schreiben in die Offensive. Ihr Ministeriumssprecher erklärt es so. Im Kern ist es so, dass wir davon ausgehen, dass mit der Eröffnung eines ergebnisoffenen Verfahrens jetzt auch verbunden wird, externe Fachgutachten einzuholen. Und die Ministerin ist davon überzeugt, dass die unbegründeten Plagiatsvorwürfe ausgeräumt werden. Gestern Abend hatte die Universität Düsseldorf ein Verfahren zum Entzug ihres Doktortitels eingeleitet. Der Vorwurf, sie habe falsch zitiert und Quellen nicht genannt. Wenn wir als Fakultät substanzielle Anzeichen eines solchen wissenschaftlichen Fehlverhaltens erkennen, müssen wir dem konsequent nachgehen. Und zwar unabhängig von der Person und ihrer Position. Sie schäme sich nicht nur heimlich, hatte Schavan vor 2 Jahren zu den Plagiatsvorwürfen gegen zu Guttenberg gesagt. Jetzt ist sie selbst solchen Vorwürfen ausgesetzt. Von der grünen Opposition heißt es deutlich: Wenn der Doktorgrad entzogen wird von der Universität, dann bin ich in der Tat der Meinung, dass Frau Schavan dann nicht Wissenschaftsministerin bleiben kann. Mit Schavans Doktorarbeit wird sich der Fakultätsrat der Universität Düsseldorf voraussichtlich Anfang Februar beschäftigen.